Institut für Mechanik ist bei der langen Nacht der Wissenschaften immer ein viel besuchter Ort. Vor allem, weil man hier vieles selbst ausprobieren kann. Zum Beispiel die Kreiselwirkung eines rotierenden Rades. Sitzt man auf einem frei drehenden Schemel, so beginnt er sich zu drehen in die eine oder die andere Richtung, abhängig davon, in welche Richtung man die Achse des Rades kippt. Die Erklärung des Effektes besteht in der Erhaltung der Projektion des Drehimpulses auf die momentenfreie Achse des Drehschemels. Bringt man die Achse des Rades in die vertikale Position, so muss sich der Drehschemel in die entgegengesetzte Richtung drehen. Und das ist eine Waage mit zwei Gewichten. Was passiert, wenn man ein Gewicht zur Seite schiebt? Es bleibt im Gleichgewicht. Das ist die sogenannte Roberval-Waage. Anders als bei der einfachen archimedischen Hebelwaage hat sie diese Parallelführung und das Gleichgewicht hängt nicht davon ab, wo sich die Gewichte befinden. Zwei Schritte entfernt befindet sich eine Anlage zur Lasermessung von Eigenschwingungsfrequenzen und Eigenschwingungsmoden einer Autokarosserie, die mit einem Shaker hier angeregt wird. Man kann die Schwingen dann auch mit der Hand fühlen, nicht unbedingt mit dem Laser. Und wenn man an den Shaker ein Signal von einem Radio sendet, dann kann man mit der Karosserie auch Musik hören, wie mit einem Lautsprecher. Wollt ihr anschauen, was hier passiert? Ja. Das ist Spannungsoptik. Es ist ein Licht visualisiert. Und dann wird es nochmal polarisiert und dann sieht man die Spannung, die im Inneren des Teils ist. Nee, so, ja, so jetzt. Nun geht es in den anderen Raum, in das tribologische Labor. Chinesische Klangschale ist die erste Attraktion hier. Und zwar einmal die Hände nass machen. Also einmal die Hände so nass machen, bitte. Genau. Ja, das reicht schon. Und jetzt einfach mal anfangen zu reiben. Und spreiz mal dabei die Finger. Oh, guck mal, das ist was für ein Wasser. Und mal weiter ist die eben. Oh. Genau, super. Gut geklappt. Sehr schön. Was Reibung ist, das ist allen bekannt. Aber was genau passiert im Kontakt? Zum Beispiel zwischen einem Gummi und einer stählernen Probe. Da ist es meistens sehr schwer reinzugucken. Professor Jakob Leschenke macht das mit seiner Anlage möglich. Das ist jetzt dieser weiche Gummi, ja, so. Und das ist so eine sphärische Oberfläche, die und Kontakt ist dort zwischen denen beiden. Und die sieht man mit einer Videokamera hier von unten. Ja. Und was im Kontakt passiert, von oben sieht man das gar nicht, aber dort sieht man, dass Kontakt so lebendig ist. Die nächste Station ist mechanische Rechenmaschine. Man stellt zunächst eine Zahl ein und dann... Sieben, ja. In einer Zeile kann man die eingestellte Zahl einsehen, in der anderen die Zahl der Drehungen und in der dritten das Produkt aus beiden. Und jetzt kann man das mal 77 machen. Ja? Dann verschiebt man hier und macht man nochmal 7. Oh.
Und bis zum Ende, ja. Ja, das ist hier die Zahl. Die Zahl. Wo ist die Zahl? Mal 77. Interessanter historischer Fakt. Die Rechnungen im Manhattan-Projekt zur Atombombe wurden mit solchen Maschinen durchgeführt. Direkt hinter der Rechenmaschine kann man sich mit einem japanischen Mikroskop das eigene Haar anschauen. Eine der größten Attraktionen in diesem Raum ist aber die Kletterwand, bei der man an einigen Stützen auch die darauf wirkende Kraft messen kann. Oh, oh, oh. Das ist eine professionelle Kletterin. Wirklich. Kunstklettern. Am Institut gibt es auch viele andere Angebote, Tribometer und Roboterarme, Simulationsprogramme und Programmierschule für die Kinder, aber nicht alles passt in ein kurzes Video.